Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute mal mit einem Thema, wo es glaube ich gar nicht so richtig viele Videos drüber gibt. Und zwar Flashjukes. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele von euch wissen überhaupt, was ein Flashjuke ist. Ich persönlich hätte gesagt, dass wahrscheinlich so ziemlich so 70-80% der Leute das wissen sollten. Ich habe oben mal eine Abstimmung reingemacht. Das heißt, ihr könnt gerne mal bitte absolut ehrlich abstimmen. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht weiß, was es ist. Und ich habe mir gedacht, in diesem Video werden wir besprechen, was sind Flashjukes, wann sollte man Flashjukes machen und sind Flashjukes überhaupt worth? Fangen wir doch am besten damit an, was bedeutet überhaupt Flashjuke? Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe Juke in die Übersetzungsmaschine Leo angegeben und ich habe keine Ahnung, was Juke bedeutet. Es gibt keine Übersetzung für Juke, also ich habe zumindest keine gefunden. Man kann es aber grob so übersetzen wie verarschen, ja? Flash-Verarschung oder Blitz-Verarschung, wie man es auch immer möchte. Wie funktioniert ein Flashjuke denn ungefähr? Im Prinzip ist es so, ihr seid auf der Flucht vor einem Gegner, ja? Der ist stärker als ihr, sonst würdet ihr natürlich nicht flüchten. Und dieser Gegner hat irgendwelche Spells, um euch zu verfolgen. Das heißt, irgendwelche Sprünge, sowas wie ein Kha'Zix-Jump oder einen Jax-Jump oder was auch immer. Und nun ist natürlich das Problem, wenn ihr über eine Wand hinüberflasht, dann wird euch der Gegner vermutlich einfach folgen, solange er sein Spell ready hat. Vielleicht hat er sogar selbst Flash ready. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, ihr verschwendet zugleich euren Flash und trotzdem ist euer Gegner hinter euch. Und ihr werdet potenziell sterben. Ja, das heißt, in so einem Fall wäre es sogar teilweise mehr worth, sich einfach sterben zu lassen, damit man seinen Flash nicht verbraucht, ja. Problematisch wird es auch, wenn mehrere Gegner dich verfolgen. Und jetzt kommt der Flashjuke ins Spiel. Beim Flashjuke lauft ihr auf eine Wand zu, sehr, sehr straight, ja. Das gibt dem Gegner das Gefühl, okay, er läuft auf eine Wand zu. Warum sollte man auf eine Wand zu laufen? Da gibt es nur einen Grund, also vielleicht zwei. Man könnte natürlich mit dem Kopf durch die Wand oder man flasht über diese Wand, ja. Oder man flasht gegen die Wand. Das wäre dann wahrscheinlich ersteres, mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, auf jeden Fall will man über die Wand flashen, ja. Das ist immer ein sehr, sehr eindeutiges Indiz. Und ja, das heißt, ihr geht darauf zu und flasht dann aber nicht über die Wand, sondern in einen nahegelegenen Busch. Hierbei ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr permanent mit dem Kopf auf die Wand zulauft und nicht einfach euch erst umdreht, den Busch anguckt und dann da reinflasht. Ja, ihr müsst dem Gegner das Gefühl geben, ihr wollt wirklich über die Wand und flasht dann aber in eine ganz andere Richtung. Ja, das heißt, der Gegner wird denken, okay, er ist über die Wand geflasht, wird hinterher flashen und dabei seid ihr komplett woanders und seid super safe. Und das Wichtigste daran ist, es ist einfach unendlich lustig. Vorteile liegen natürlich ganz klar auf der Hand. Der erste, es ist super, super lustig. Also es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als jemanden zu flashjuken. Ihr müsst es wirklich mal ausprobieren. Am besten natürlich in einem Normal-Game. Vorteil Nummer 2 natürlich, der Gegner flasht weg und er, beziehungsweise würdet ihr normal drüber flashen, würdet ihr euch wahrscheinlich sogar töten, ja, weil er einfach euch hinterher flasht und ja, Flash ist weg, ihr seid tot, habt nichts gewonnen und so habt ihr tatsächlich gute Überlebenschancen. Vorteil Nummer 3 natürlich, wenn dich mehrere Leute verfolgen, dann hat man natürlich eine sehr, sehr gute Chance, alle drei Leute auch hier abzuwimmeln. Kommt natürlich immer drauf an, ob jetzt wirklich alle drei Leute richtig tryhard dich chasen und instant hinterher springen. Also es gibt wirklich Videos, wo dir vier Leute hinterher flashen und die eine Person einfach woanders hingeflasht ist. Aber so hat man wirklich eine Chance, ja, wenn du gegen drei Leute über eine Wand gehst und die alle hinterherkommen, dann bist du selbst mit deinem Flash einfach nur tot. Aber natürlich hat der Flashjuke auch Nachteile, sonst müssen wir gar nicht darüber diskutieren, ob es worth ist, wobei ich es ja ehrlich gesagt hier und da auch so ein bisschen erkläre. Denn es ist ganz oft so, dass vielleicht der Gegner gar keinen Flash ready hat oder ich nicht weiß, ob er den Flash ready hat oder er den Flash vielleicht auch gar nicht benutzen möchte, ja, weil manchmal ist es gar nicht worth, den Flash zu verwenden, weil zum Beispiel als Wladimir willst du den Flash lieber haben, um in 5 Leute rein zu flashen und das ganze Team umzubringen, als eine Person, die vielleicht 0-6 steht. Auf jeden Fall, solltest du dich jetzt entscheiden zu Flashjuken und der Gegner flasht dir nicht hinterher, kann es passieren, dass er aus Versehen in deinen Busch läuft, ja, wirklich aus Versehen, und dich dann umbringt, obwohl du mit einem normalen Flash einfach über der Wand drüber weg davongekommen wärst, ja. Und jetzt kommt Nachteil Nummer 2. Manchmal kann es sein, dass du selbst mit einem Flash über die Wand und der Gegner dir hinterher flasht, wegkommst. Das kommt natürlich auf die Champions an, was du spielst, was die Gegner spielen, wie viel AP du hast, was du an CDs ready hast, das kann man jetzt so nicht sagen, aber ja, manchmal ist ja oft genug, der Gegner flasht weg und läuft dann einfach weg, ne, weil du nichts hast, um ihn zu catchen oder was weiß ich, ne. Manchmal ist das Einfache auch das Bessere. Das heißt, ein Flashjuke ist wirklich nur dann absolut sinnvoll, wenn ihr hundertprozentig sicher sein könnt, dass der Gegner euch hinterher flashen, springen oder granatisieren, was weiß ich,
hinterherkommen wird, ja. Garantisieren würde sogar auf Six zu passen, ja, ungefähr. Ja, denn man sieht einfach Milliarden Videos, wo die Leute einfach irgendwie versuchen, jemanden zu flashjucken und die Person gar keinen Flash ready hat, also der Gegner, oder überhaupt einen Spell ready hat, um dich zu verfolgen. Und ja, dann da irgendwo dumm rumläuft, ne. Natürlich, es ist immer noch schön und man kann auch nicht immer wissen, ob eine Person Flash ready hat oder nicht, also gerade der Gegner. Aber das solltet ihr definitiv versuchen abzuwägen. Die Flashjuke-Voraussetzung also ganz einfach, ihr müsst Flash natürlich haben. Ihr müsst außerdem in der Nähe einen Busch haben, in den ihr dann reinflashen könnt. Alternativ gehen ja auch gut gewählte Ecken oder Kanten. Ja, das heißt zum Beispiel beim Dragon Pit kann man hier so ein bisschen um die Ecken flashen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr weit genug flasht. Ja, ihr müsst nämlich in den Busch hinein flashen können. Wenn ihr nur einen Millimeter vor dem Busch landet und sichtbar seid, dann geht natürlich der komplette Flash-Duke in die Hose. Und das aller Wichtigste, muss man dazu sagen, in dem Busch, wo ihr reinflasht, darf natürlich kein Ward sein. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite, wo ihr hinflashen wollt, darf kein Ward sein. Ich glaube, es gibt nichts peinlicheres. Gutes Wort. Peinlicheres, als in einem Busch zu flashduken, wo ein Ward drin steht. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. War ein kleines, aber feines Video. Ihr könnt euch ja gerne mal mit den Flashdukes auslassen, wenn ihr Bock darauf habt. Ihr werdet sie noch irgendwann brauchen. Das kann ich schon mal in dieser Weise spoilern. Ansonsten vergesst nicht, oben abzustimmen. Ich wünsche euch was. Ihr könnt mir gerne mal auch unten in die Kommentare droppen, was eure allergeilsten Flash-Momente waren. Wie viele Leute hinter euch geflasht sind. Oder vielleicht auch, was eure Flash-Juke-Fails waren, ja. Ich wünsche euch was, haut ihr rein, auf Wiedersehen und tschüss.